Hallöchen, ich habe die letzten Tage nicht gevloggt. Wir hatten viel zu tun außerhalb von YouTube. Wir können ja nicht alles teilen, also würden wir gern, können wir aber nicht. Und wollt ihr, glaube ich, auch nicht. Ja, ich habe ein bisschen die Stube aufgeräumt. Und zwar ist die Couch jetzt super. Lidl Rettertüte hat mein Mann besorgt. Und Campus-Tüte gibt es gleich ein Unboxing. Da ist mein Rucksack. Ich bin gerade eben zur Tür reingekommen. Ich war nämlich heute in. Eigentlich wollten wir in die Therme Templin, aber ich war jetzt im Turm Oranienbock. Sagt euch vielleicht nichts, ist aber ein Freizeit- und Erlebnisbad. So, hatte sehr viel Spaß. Also nicht Das. alleine, aber ohne Orsak. Was sagst du dazu, dass deine Frau alleine weggeht? Ich Ha? toleriere das Ha? und hab ein Video gemacht, wie man die Rattertüte findet. Deswegen. Ja, stand in den Kommentaren drin. Ja, da sieht man das. Ich filme das. Ich habe das mit dem Handy gefilmt, weil ich nur das Handy dabei hatte. Stand in den Kommentaren bei der Lidl-Rettertüte, ob das nur für Influencer ist. Ja, die Also Influencer-Tüte steht da drauf. erstens fühle ich mich nicht so wie ein Influencer, sondern wie so ein ganz normaler Mensch. Klar. Wir müssen das andere Logo noch machen. Ja, müssen wir Das noch müssen machen, wir noch ja. mal, das müssen wir als Ja. Marke machen, das ist überlegt. Und zweitens gibt es die überall, in jedem Lidl. Man muss halt, aber wenn sie kein Obst haben, wenn sie Erfolg. nur Obst und Gemüse haben, was verkaufsfähig ist, werden sie halt die Tüten nicht machen. Das ist halt filialabhängig, wie sie halt ordern. Wenn sie Am nichts haben, gibt es besten keine mal Tüten. beim Mitarbeiter des Vertrauens vor Nachfragen. Ort Genau. nachfragen, der sagt einem das. Ich war unterwegs, Ozog war dann im Lidl, hat mir die Tüte besorgt, hat extra das mitgefilmt, dass man auch sieht, dass die im Lidl ausliegt. Und die war Ja. nicht nur extra für ihn da, die Nein, Tüte. ich habe den Mitarbeiter vorher gefragt, dass er mir eine packt natürlich. Hey, ich bin der Können Sie Ossock das mal kurz aus dem aufbauen? Internet. Ja, Wisst wir ihr, sie kennen wollen. mich. Genau. So Schaut ist mal, das. ich habe meinen Schneemann, der hat jetzt hier den Platz gefunden. Ach, Und das ist genau, mein das hast du gar nicht gezeigt. Adventskalender-Schneemann. Und Und das hast du neu gemacht. Das musst du allen erklären. Was ist das? genau. Glitzer. Ich habe hier die Zahlen neu gemacht. Wir hatten also das ist mein Schneemann-Adventskalender. Den kann man nämlich täglich. Tage bis Weihnachten, das ist hier der 1.12., 2.12., 3.12., ne? Aber man kann es auch rückwärts herum machen, wenn man sagt, man zählt Jetzt sind es noch rückwärts. 24 Tage, jetzt sind es 23 Tage bis Genau. Weihnachten, ne? Und so weiter. So wie man es halt möchte. Ja. Jedenfalls, Uwe hat mir das ausgesickt. Die Idee ist von Pinterest. Uwe hat mir das ausgesickt, ich habe das angemalt. Und ich hatte letztes Jahr die Zahlen. Also man kann sie natürlich selber raufschreiben, aber ich habe überlegt, so wäre Wir haben voll das mit schön. Susi und Uwe letztes Jahr gefilmt. Genau, da. Das heißt, Ja. jeder, der das nochmal sehen möchte, kann bei Okay, Susi ich und darf es Uwe auch euch nicht nochmal raufgucken. erklären. Letztes Jahr hatte ich jedenfalls Sticker von der Verpasst. Nunana. Und die waren sehr, sehr schön. Die waren auch goldig, die Sticker. Das war sehr hübsch, aber teilweise, also die 16 und die 24, die war so ein bisschen abgeknüppert, weil das lag jetzt natürlich das Jahr rum und der Kleber hielt nicht mehr so gut. Und dann hatte ich das erst mit Heißkleber nochmal angeklebt, aber ich habe hier meine Gammelecke. Also, ihr wisst, hinter der Couch stand immer noch der ganze Weihnachtskram. Der ist jetzt unter der Decke, ja. Ich habe die Kisten sortiert. Und zwar habe ich jetzt noch eine Kiste mit könnte verteilt werden, ist mir aber eigentlich schon zu viel in der Wohnung. Und die andere Kiste ist Weihnachtsbaumschmuck. Und das sind jetzt nur noch zwei Kisten statt fünf. Ich muss den Deswegen, ich Kram habe da noch ein aufräumen. bisschen sortiert. Und da habe ich unter anderem die Zahlen gefunden. Und ich finde die ultra cool. Und die hatten wir nämlich aus dem Woolworths gekauft, die Zahlen. Und zwar kosten die eigentlich 2,99 und das war für DIY-Adventskalender. Und die waren auf so Wäscheklammern drauf. Und ich habe die ganz mühsam. Also ich habe es erst mal im Angebot geholt für 1 Euro. Ja, also Punkt 1 war ich ja auch sehr happy mit. Punkt 2 ist, ich habe das von den Wäscheklammern abgeknuppert. Das war sehr, sehr schwer, weil die haben das mit Heißkleber draufgeklebt. Und das ist aber halt nur so dünnes Holz. Ne? Und ja, ich durfte natürlich die Zahlen auch nicht kaputt machen dabei. Und ich habe das aber hinbekommen und dann habe ich die Zahlen mit Heißkleber auf meinen Schneemann draufgeklebt. Und ich finde die sehr, sehr schön, die Zahlen. Und wir werden da schön gemeinsam dran drehen. Ja, also ich hatte einen sehr, sehr schönen Tag heute. Und hier, meine leere Ecke ist leer, ne? Ja, wir haben jetzt gestern die Schubladen entsorgt. Wir haben die Genau. weggeschmissen. Wir haben es versucht, 3 Wochen lang die zu verkaufen. Nee, zu verschenken hatte ich es ja Später, reingestellt wollte seit ich sagen, drei zuerst haben Wochen. wir versucht, sie zu verkaufen. Dann hat Mira die für zu verschenken noch reingestellt. Und Ja. die wollte halt keiner haben. Und jetzt haben wir uns auch gesagt, scheiß drauf, einfach weg Jetzt damit. haben wir sie entsorgt, genau. Aber die Dingens habe ich behalten, die Griffe, die habe ich. Das sind nämlich Metallgriffe. Ja. Und die kann man nämlich noch richtig schön festschrauben. Und die habe ich behalten, alle 5 Warum Griffe von nicht? den Dingern. Ja. Ja.
Ja, und jetzt bin ich wieder zu Hause. Also Tisch ist auch schön. Das sind Dedoles-Socken. Da muss ich noch ein Haul drin und Unterwäsche habe ich noch nicht gemacht. Genau, Weihnachtsbaumplatz wird auf jeden Fall die Schaukel sein. Die werden wir entfernen, weil wir haben nochmal nachgedacht, der Platz reicht nicht für einen Weihnachtsbaum. Ja, und dann kommt da unser Weihnachtsbaum später hin. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Finde ich sehr, sehr cool. Tisch sieht gut aus. Und ja, ich habe da noch ein Paket. Ich habe nämlich, ich wollte Adventskränze selber machen. Also mache ich sowieso aus Naturmaterialien. Da gehen wir noch zusammen schön in den Wald und heben ein bisschen was vom Boden auf und dann basteln wir was Schönes zusammen. Finde ich, also man kann natürlich auch Adventskränze für 15 Euro kaufen, überall, ne? Aber ich bin da zu geizig zu. Ich meine, ich finde, kann man machen. Vielleicht kennt man ja auch jemanden, der Tanne im Garten hat und dann kann man halt mal Sowieso seine irgendwann Freunde. mal einen Ast runter, dann kannst du 5 Äste nehmen, die auf den Ja, und dann Fünfkronen reicht gehen es und auch. fertig. So, man kann ja auch Tanne im Paket kaufen, so 5 Kilo. Manchmal haben die ja so Tannenpakete. Oder man kennt jemanden, der Tanne im Garten hat und fragt einfach mal nach. Die sind da eigentlich alle dankbar, die Gartenbesitzer. Und ja, so kann man das selber machen. Aber ich habe noch ein paar Sachen bestellt, falls man andere Adventskränze machen möchte. Ich habe vielleicht überlegt, ich frage meine Freundin dann, ob sie Bock haben mit uns, dass sie vorbeikommen, dass wir so Adventskränze mal machen. Ne? Also im Dezember halt erst, ne, wenn die Saison angefangen hat. Und ja, vielleicht haben die ja darauf Bock und ich habe ein bisschen was noch dazu bestellt. Und jetzt habe ich das hier schon mal aufgebaut, alles. Ich wollte nämlich die Campus-Tüte, Unicum-Tüte kam an, genau, Unicum. Und die Lidl-Rettertüte. Ich mache jetzt ein Unboxing erstmal drehen, damit wir ein bisschen aufholen wieder. Ja, zwei. Du hast ganz schön viel, ganz schön schnell, ganz schön stark geredet. Du hast Ja. dir meinen Redestil so ein bisschen angewöhnt, weil ich rede ja auch mal so extrem schnell. Ist mir Wie gerade, schnell? Nee, eigentlich rede ich langsamer als Aussage auf aber jeden ist mir Fall. gerade aufgefallen, deswegen. Ich bin gerade gehypt, ich hatte einen richtig schönen Tag, bin Ich gerade nach merke Hause das. gekommen. Ich freue mich richtig. Ich finde das sehr, sehr gut. Ich mag das. Du siehst auch sehr, sehr süß aus. Du hast hier diese lustige Frisur. Gestern hattest du so ein Dingsy-Dongsy, womit die Haare nach oben gemacht waren. Ja. Wo ist denn der? Willst du den nochmal Nee, zeigen? zeige ich nicht. Und ich habe mir die Haare nochmal nachgeschnitten, weil ich war ja baden und ich wollte ja nicht, dass die Haare An mir. den Öhrchen habe ich das auch geschnitten. Haben wir da hier Ja, nachgeschnitten? ich wollte nicht, dass die Haare mir nass ins Gesicht hängen, wenn ich baden gehe. Habe ich einfach vorne nochmal gekürzt und fand ich halt cool. So hat mir voll Süß. Freude bereitet. Ganz, ganz süß aus. Ja, dann würde ich sagen, Ja. machen wir jetzt erstmal das da, was da steht. Genau. Ja, eins nach dem anderen. Guten Morgen, es ist der nächste Tag und Ozark hat Brot gebacken. Und wir schneiden das jetzt. Und ich habe nämlich schon Frühstückshunger und möchte jetzt Brot essen. Aber ich bin eine verwöhnte Prinzessin und ich möchte nicht den Knusch. Warmes Brot ist wirklich das allerbeste und leckerste. Man ist doch erstmal noch abkühlen lassen sollen, Nein, ich habe jetzt Hunger. sonst dings wird das so. Achtung, heiße Scheibe. Okay, du kannst ja den Kalbi. Rest. Nein, du kannst ja den Rest später schneiden, wenn du das Ja, möchtest. sonst Ich habe hier ein bisschen richtig Aufstrich ausfallen. vorbereitet. Schaut mal, wie gut ich das schon leer gefuttert habe. Das schmeckt echt so fantastisch. Das ist echt mega geil, dieses Zeugs. Das ist ja Biotomate Basilikum Aufstrich. Ich werde euch den mal unten verlinken. Also die Website. Und das ist ja hier von meinem Kooperationspartner. Das heißt, ich habe einen 5%-Coupon für euch ausgehandelt. Mit Mira könnt ihr 5% sparen auf das gesamte Sortiment. Und das ist echt so lecker. Und ich habe hier aber noch mehr vorbereitet. Ne? Also so ein bisschen Obst muss natürlich immer sein. Ein bisschen frische Zwiebeln als Topping. Also eigentlich wäre Lauch noch leckerer, aber ist schon alle. Und dann habe ich für die nächste Stulle habe ich hier Erdnussmus vorbereitet und Banana Bread, Cashewmus, voll lecker. Aber erstmal werde ich mir die Stulle mit Tomate Basilikum gönnen. Ja. Also hat selbstgemachten Hummus, zeig mal. Genau, den hat die Mira für mich gemacht. Der ist sehr Kommt lecker. heute ja schon online. Das ist sehr, sehr geil. Der Hummus muss ich auch essen. Ich muss mich jetzt damit ransetzen. Ich mag ja lieber dünnere Scheibenbrot, aber das ist ja heißes Brot, deswegen kann man das nicht so gut dünn schneiden. Ich habe auch kein gutes, nicht, also das ist das einzige gute Brotmesser, was wir so aktuell noch haben. Damit das Brot-Belag-Verhältnis stimmt. Ja, Ja, ich dünne bin. Scheiben und dann kann man mehr Belag drauf machen, kann man mehr dippen. Was ist der Plan dahinter? Voll lecker, wirklich. Wie schmeckt das Brot dir, Schatz? Weil da ist jetzt Maismehl mit drin, das hat jetzt einen anderen Geschmack halt, weil das halt nicht nur Weißmehl von Weizen ist, sondern halt mit dem Maismehl, was ich genommen habe.
Schmeckt sehr gut, immer noch. Trotzdem. Mache ich mir gar keine Sorgen mehr für den Januar. Weil ich wollte ja dann einen veganen Monat machen. Und Frühstück und Abendbrot ist auf jeden Fall komplett gesichert mit Porridge und Brot. Das sind nämlich zwei super leckere Sachen, die vegan sind, die man richtig gut essen kann. Das muss ja auch schmecken, so eine Ernährungsumstellung. Ja, sonst hält man es ja nicht durch, wenn man sich so krass einschränken muss. Und wenn man aber genügend Lebensmittel hat, die man essen kann zur Auswahl, dann ist es eigentlich easy peasy, denke ich mal. Ganz viele Sesamkörner. Ja. Mhm. Und ich freue mich voll, dass ich auch einen guten Belag gefunden habe. Klar kann man das auch immer selber machen. Mache ich auch gar nicht viel. Machen ganz oft Avocado-Creme ja auch, ne? Oder so ein Hummus isst ja auch gerne. Aber man kann ja auch nicht jeden Morgen sich in die Küche stellen und einen Aufstrich selber machen. Deswegen ist halt so ein Erdnussmus oder sowas gekauftes mal halt auch voll geil zwischendurch, dass man nicht jeden Tag halt eine Stunde in der Küche steht für jede Mahlzeit. Der Hummus schmeckt mega geil. Das ist Fischererbsenaufstrich, aber mit Thermomix, das habt ihr richtig? Mhm. Habe ich mitgefilmt, kam heute online. Übertrieben geil. Der ist so lecker. Wenn man kann ja auch Hummus kaufen im Supermarkt. Mhm. Und da hat sogar mein Bruder was zu meckeln. Da ist nämlich nur die ganz guten Sachen. Gibt es auch verschiedene Preisklassen, was Hummus betrifft. Mhm. Und der Iggybert, der isst nur den teuren, weil ihm die ganzen anderen nicht schmecken, weil die alle zu essiglastig sind. Ja. Ja, das Brot ist zu dick. Da macht eine große Scheibe satt, weil das zu dick geschnitten ist. Aber wir gucken, dass wir das nochmal dünner schneiden. Ich kann das nochmal in die Kamera halten. So sieht es jetzt aus mit Maismehl drin, dass das ein bisschen gehaltvoller ist. Hat ja die gleichen Kalorien wie Mehl. Ja, aber das backt sich, hat ein anderes Backverhältnis mäßig und das backt anders auch. Mehl, ja. Deswegen, haben wir das schon erzählt, dass wir heute in die Metro fahren? Noch nicht. Wir fahren heute in die Metro. Dann hole ich mir wieder meinen Typo 00 Pizzamehl, den großen Sack. Freue ich mich besonders drüber. Ja, wir waren jetzt schon länger nicht mehr in der Metro. Der letzte Sack, den habe ich im März gekauft. Das ist 8 Monate her. Ja, wir waren schon ewig nicht mehr in der Metro, ne? Und jetzt haben wir aber wieder Coupons bekommen. Kriegt man nämlich immer nach Hause geliefert, damit sie einen in den Laden locken. Haben sie jetzt wieder geschafft mit uns. Wir müssen 100 Euro ausgeben, dass wir 20 Euro Sofortrabatt kriegen. Das ist gut. Das ist 20%. Das ist mega. Ja, es ist natürlich nicht alles günstiger in der Metro. Aber so einige, so bestimmte Produkte spart man extrem viel Geld. Und ich wollte mal schauen nach Getreide, dass wir selber Vollkornmehl machen können. Ich wollte vielleicht Kokosflocken, eine große Packung. Tomaten, getrocknete, eine große Packung. Rosinen, eine große Packung. Und dann wollte ich mal bei Getreide schauen halt. Also alles, was gut haltbar ist, weil wir fahren ja jetzt in den Urlaub, das ist so der Plan. Dass ja, wir fahren jetzt in den Urlaub, aber der Gutschein, also man kann das nur einlösen jetzt diese Woche. Das ist zeitlich begrenzt, das haben sie mit Absicht gemacht, damit wir heute losfahren. Sonst würden wir natürlich vor dem Urlaub jetzt nicht nochmal einkaufen, deswegen Obst und Gemüse halt gar nicht. Weil wir haben den Kühlschrank, wir müssen echt gucken, dass wir das aufgegessen kriegen. Und dann haltbare Sachen schauen. Wir haben den Ultra-Tipp bekommen, dass sie diese Gastro-Pfannen wohl extrem stark sind, weil wir haben ganz viele Töpfe und Pfannen, aber wir haben noch nie Geld dafür richtig ausgegeben. Ja, wir hatten ja jetzt auch die Sachen von meinem Vati, aber wir haben die halt verhunzt, muss man sagen, wie es ist. Wir haben die einfach verhunzt. Und wir nehmen zwar auch dann Holzbesteck, ne, wenn es so eine beschichtete Pfanne ist, aber nicht jedes Mal. Dann hatten wir ja, wir hatten mal Geld für Eisenpfannen richtig ausgegeben. Die haben wir da oben noch, die sind aber... Als wir uns kennengelernt haben. Die sind auch eigentlich ganz geil, aber mir sind die zu schwer einfach. Ja, und die ich sind, mag die nicht nehmen. Die ich mag die nur fürs Fleischgrillen, weil man dann so gute Fleischkrusten kriegt, weil das die Hitze so gut überträgt. Ja. Und für jetzt normales Kochen mit einer Soße oder sowas, das soll man ja nicht da drin machen, weil das ist ja Eisen. Und dann fängt es nämlich an zu rosten, wenn das nicht direkt wieder sauber gemacht wird und alles ordentlich gemacht wird. Genau, nee, Soße geht da drin nicht. Nur anbraten und fertig. Keine Soßen drin machen. Ja.
Deswegen. Und ja, der Wok funktioniert eigentlich ganz gut. Der hat auch eine gute Beschichtung, aber das ist halt ein Wok. Man will ja nicht sein normales Essen. Ein Wok machen. Irgendwie komisch. Ich weiß auch nicht. Jedenfalls haben wir keine richtig geile Pfanne, die so richtig geil funktioniert, mit der man mit allen Besteckteilen reingehen kann. Also die Holzsachen sind ganz gut, aber hier dieses Metallteil ist viel besser als das Holz. Das ist so dick, da kann man nicht so gut umrühren wie mit dem anderen Metallpfannenwender. Ja. Ich finde den Metallpfannenwender auch ganz gut, wenn man damit besser unter das Spiegelei kommt, ja, weil der halt dünner ist. Mit Holz geht es nicht so gut, mit dem Holzding. Mhm. Naja. Wir haben den Ultratipp bekommen, das in der Metro, weil es ist ja Gastrozubehör, das ist ja besonders langlebig, ne? Dass es ein bisschen besser ist. Wir hatten kurzfristig aber schon mal überlegt, ob wir so einen richtigen WMF-Pfanne oder so mal was richtig Gutes holen, so ein Set. Ja. Aber wir schauen jetzt erstmal in der Gastro, also in diesen Gastro-Pfannen in der Metro und gucken mal, wie das da denn vor Ort sich verhält. Ja. Ich denke, so kommen wir auf locker auf 100 Euro. Ja, wenn nicht, füllen wir das Ganze mit Gewürzen und Nüssen auf oder so. Mhm. Halt alles, was haltbar ist und uns gut schmeckt. Vielleicht Kartoffelpüree oder Dosen oder... Oder wenn Fleischklops im Angebot ist, den kann ich den wieder einfrieren, so ein großes Fleischklops. Ja, ich habe gesehen, die haben 3/8 Drumsteak für 20 Euro das Kilo. Das ist irgendwie, das ist gar kein Preis. Und ich habe überlegt, so, ob ich vielleicht... Das von Edeka, wie teuer das da ist. Bei Edeka kostet 3/8 80 Euro das Kilo. Das ist vierfache. Vor Ort selbst gemacht. Das ist natürlich richtig... Also 3/8 heißt ja besonders lange gelagert und trockengereift. Genau. Und das schmeckt so viel nussiger und intensiver und man braucht gar keine Gewürze. Das ist so richtig zart und geil einfach. Also wirklich ein richtig gutes Stückchen Fleisch und das ist vielleicht auch 80 Euro wert das Kilo. Aber da ist halt die Gewinnmarge von Edeka ja auch extrem hoch. Ne? Deswegen also und das 3/8, das bei Metro ist halt übertrieben geil. Auch. Ja. Und ich habe schon seit Monaten kein Rindersteak mehr gegessen. Weil ich möchte ein einfaches Rindersteak, möchte ich auch nicht. Ich möchte, wenn dann so ein 3/8-Ding kann. So, wenn ich mir das mal schön so richtig gönne. So. Und ich dachte so, ja, okay, ich muss zwar 1,5 Kilo kaufen, aber das ist ja kein Problem. Und dann können wir nochmal ein richtig geiles Stück Fleisch essen, ehe es in den Januar reingeht, sozusagen, habe ich gedacht. So. Januar wollten wir vegan machen, haben wir gesagt. Wir, ja? Ich versuche so gut wie möglich mit durchzuhalten. Mit durchhalten heißt nicht, dass ich das schaffen muss. Ich versuche das. Wir sind jetzt angekommen an der Metro und wir haben uns jetzt überlegt, wir machen einen Live-Roll da draus. Wir waren ja schon ein paar Mal in der Metro, die haben immer so laute Musik da drin, das heißt, ich kann das nicht monetarisieren. Aber wir haben gedacht, vielleicht wollt ihr euch das trotzdem angucken, wie es mal in der Metro ausschaut, weil das sieht man ja als normaler Angestellter, als normaler Mensch, weiß man es ja nicht, wie es in der Metro ausschaut. Das ist ja auch Großhandel, das ist ja auch cool. Und ja, drum machen wir dann trotzdem mal so ein Video, auch wenn wir es nicht monetarisieren können. Da steht nur dein Name drauf, keine Adresse, kannst du reinhalten. Genau, unsere Metro-Karte von unserer Selbstständigkeit, genau. Und das heißt, ich werde den Daily-Vlog hier an dieser Stelle beenden, weil ich glaube, der ist lang genug. Ich hatte ja gestern schon was gefilmt, ne? Ja, wir haben heute Morgen haben wir jetzt nochmal 10 Minuten. Genau, deswegen, also zeitlich müssen wir halt immer gucken, dass es so eine Länge hat, den Daily-Vlog. Das heißt, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mich gerne abonnieren. Abonnieren ist kostenlos. Ich freue mich drüber. Die Metro freut sich drüber. Und ich freue mich natürlich noch mehr darüber, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit einschaltet. Bis dahin. Ciao.